Utopenzi ist die tschechische Brotzeit nach böhmischer Art. Eigentlich heißt es Utopenek, Utopenzi ist die Mehrzahl. Ursprünglich und traditionell wurde Spekarski, auf Deutsch Speckwurst, für dieses Gericht verwendet. Die geräucherte Brühwurst wird in einem Sud aus Wasser, Essig, Zwiebeln und Gewürzen eingelegt. Wie ihr das machen könnt und was ihr dafür benötigt, das erkläre ich in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Folgende Zutaten benötigt ihr. Für den Sud benötigt ihr 500 ml Wasser, 400 ml Branntweinessig, 3 gehäufte Esslöffel Zucker, 2 gehäufte Teelöffel Salz, 3 mittelgroße Lorbeerblätter, 6 Wacholderbeeren, 6 Gewürznelken, 6 Pimentkörner, 15 Pfefferkörner schwarz und für die Füllung der Gläser 650 Gramm Jagdwurst, 400 Gramm Zwiebeln und Knoblauchgranulat nach Belieben. Hier habe ich 490 Gramm Zwiebeln, geschält waren es tatsächlich 400 Gramm. Die Zwiebeln werden in feine Streifen geschnitten. Für den Sud werden alle Gewürze zusammen in eine Schüssel gegeben und zusammen mit dem Wasser und dem Essig aufgekocht. Wenn sich Salz und Zucker aufgelöst haben, Deckel drauf, Hitze aus und 30 Minuten ziehen lassen. Dann geht's ans Schneiden der Wurst. Das Zipfelchen, das ist das, was wir Kinder früher immer als Goodie bekommen haben, abschneiden und ab in den Mund. Die Wurst, wie hier zu sehen ist, in Stücke schneiden. Der Sud zieht inzwischen schön weiter durch. In der Zwischenzeit die ausgekochten Gläser füllen. Dazu die Wurst und die Zwiebeln schichtweise einfüllen. Die Menge hat bei mir in 3 500 ml fassende Gläser gepasst. Den Sud durch ein Sieb abgießen, am besten in ein Gefäß mit Schüttfunktion. Dann die Gläser fest verschließen und fertig ist das Utopenzi. Utopenzi wird am besten an einem dunklen, kühlen Ort gelagert. Damit es gut schmeckt, sollte es mindestens eine Woche lang durchziehen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen da oder abonniert meinen Kanal oder auch beides. Klickt gleich die Glocke an, dann erhaltet ihr nämlich Benachrichtigungen, wenn ich wieder was Neues eingestellt habe. Natürlich freue ich mich auch über Kommentare. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.